Hallöchen, liebe Pimmelbit-Freunde, und willkommen zurück zu Clockworks Pace, die Geschichte von Glass und Ink. Ja, wir sind hier noch immer im Schloss von Barbaras oder Barbes. Der ja jetzt noch immer noch in der Annahme ist, wir wären gefangen. Aber dem ist nicht so. Wir haben uns schon längst befreit. Und müssen schauen jetzt, wie wir diese Roboter da unten ausschalten können. Mit dieser Konsole steuert man den Kronleuchter. Doch, der Hebel fehlt. Okay. Was haben wir hier? Oh, gleich ein Rätsel, nicht Wimmelbild. Entschuldigung. Lass alle Kacheln rot aufleuchten. Änderst du die Farbe einer Kachel, wirkt sich dies auch auf benachbarte Kacheln aus. Okay, wenn ich jetzt erstmal so mache... Ja, okay, das war jetzt einfach. Jetzt haben wir 2 von 4. Was ist, haben wir hier für einen Raum? Die kann das Glas nicht einfach zerbrechen. Die Roboter unten würden mich hören. Ja, dann brauchen wir einen... Ja, ich würde mal sagen... Was ist das für ein roter Stein? Ein Rubin? Ich kann was von hier aus nicht erkennen. Thanks, Matthew. Together we will finish this in no time. Roter Quarz. Kann ich den vielleicht als Glasschneider nutzen? Das wird nicht mal funktionieren. Und wenn ich damit jetzt zur Schleifmaschine gehe? Den müsste er doch schneiden können, oder? Okay. Das wird ein bisschen schwierig. Feldflasche, Brieföffner, roter Quarz, Besen. Okay, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Wie wir hier weiterkommen könnten. Damit kann ich mit dem Besen was anfangen, ha? Was bist du? Ein Hammer. Ja, aber wenn ich... Sie sagte doch, wenn ich mit den irgendwie Lärm mache, dann... Okay, kann ich mit dem Hammer da was machen? Schauen wir mal, ob es mit dem Hammer irgendwie zum Schärfen geht. Auch nicht. Was könnte ich mit dem Hammer machen? Ich meine, die Roboter schauen schon cool aus, also Hut ab. Küche und Verlies. Warte mal, beim Verlies war doch so eine Art Edelstein. Diamant. Ja? Und kann ich den Diamanten schleifen? Das ist ja ein Rohdiamant. Ist es möglich, dass ich mit den Rohdiamanten das schneiden kann? Okay... Ja, okay, zur Bibliothek. Da haben wir noch ein Käferle. Okay. Dieser Drache, ja? Dieser Drache. Ist das, das könnte... Also, ihr könnt es natürlich in die Kommentare schreiben. Und lieber Lufia, vielleicht du auch, wenn du doch von den anderen Spielen Ahnung hast. Ganz ehrlich. Dieser Drache erinnert mich ganz stark an das Spiel Monster Hunter. Egal welcher Teil. An den Ratian. An den grünen Drachen. Der, wo Giftangriffe hatte. Wenn das wirklich so ist, einfach mal in die Comments dazu schreiben. Das wäre super. Und ich nehme jetzt einfach mal das Schwert mit und dem fehlt auch noch ein Horn. Ja, dem fehlt eindeutig ein Horn.
Okay. Wir schauen uns aber noch weiter hier ein bisschen um. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Laser-Rätsel. Aber ich glaube nicht... Oh, ich kann tatsächlich den Edelstein hier reinschmeißen, weil hier fehlen anscheinend noch ein grüner und ein blauer. Gut, was sagt die Uhr da hinten? Dreh mit Hilfe der zwei Knöpfe das Ziffernblatt und lass alle Symbole aufleuchten. Ah, sowas kenne ich schon, glaube ich. Natürlich muss ich erstmal wieder alles austesten. Ist ja logisch. So, dann haben wir noch ein Wappenteil. Da ist dies. Ah, das ist dieses geheime. Das soll wieder Geheimgang sein. Wahrscheinlich müssen wir das Rätsel lösen, damit wir den Geheimgang-Durchgang hier finden. Und jetzt muss ich erstmal wieder zurück zum Schleifstein. Ja, ich weiß, da ist ein Wimmelbild getriggert, aber ich möchte erstmal mal diesen Säbel natürlich scharf machen. Das war ein bisschen zu weit zurück. Ah, ja, ja. Euch werde ich schon schrottreif machen, meine Freunde. Und wie ein alter Wimmelbild, Let's Play Zeit, fängt die Nase an zu jucken. Die Tresortür sind zugeschweißt. Da hilft nur eine extrem starke Säure, die wir ja leider noch nicht besitzen. So, wieder ein typisches Wimmelbild natürlich. Seismograph, Amethyst müssten wir finden. Ich muss den Amethysten aus dem Fels holen. Ja. Dann mal das. Und ein Seismograph ist ein Gerät, wo man Erdbeben messen kann. Entschuldigung. Grüner Quarz ist das. Ammonit. Ein Ammonit ist ein versteinertes Fossil. Hä? Das war doch... Okay. Gut, dann haben wir das hier. Kameestück. Taschenuhr. Das ist ein Kompass. Wo ist denn hier eine Taschenuhr? Eine Taschenuhr. Das Thermometer in Form von einer Feder finde ich mal fett. Voll fett, Alter. Okay, dann wird das wohl die Taschenuhr sein, oder? Nee. Hä? Okay, die Taschenuhr. Ich war wieder Mr. Mac Blindfish. Wiegenbrille. Seismograph. Gyroskop. Alter, die hauen jetzt aber alte Werkzeuge raus. Das ist der Wahnsinn. Amethyst. Steinsalz wird wahrscheinlich das hier sein. Der Vulkan ist hier hinten. Und Hunde sind hier. Okay. Jetzt haben wir den grünen Quarz. Leeres Pulverhorn. Jetzt ist nur die Frage, wo kriegen wir Schießpulver her? Ja, komm, ich hau mal hier den grünen Quarz schon mal hin, dann haben wir den los. Dann sind wir dem los. Gutes Deutsch, ich weiß.
Grüne Kohlen. Ein grünes heißes Stück Kohle genügt. Und sonst kann ich hier nichts mehr machen. Jetzt ist nur die Frage, was soll ich mit dem grünen Stück Kohle machen? Soll ich das da... Ach, ich weiß. Und wirf da rein. So, Dampf. Damit müsste der Schlüssel ja bereits war ich ein lange gebogener Gegenstand, der zwischen den Stäben hinweist. Ernsthaft? Jetzt braucht sie wieder ein Gucci. Ein gebogenes was? Ein gebogener Gegenstand, der zwischen den Stäben passt. Okay. Ein gebogener Gegenstand. Warte mal, Zahnstocher. Entschuldigung, ich konnte gerade nicht widerstehen. Warte mal, kann ich... ich muss mal was testen. Kann ich bei der Feldflasche Wasser einfüllen? Okay, jetzt habe ich Wasser. Was kann ich mit dem Wasser anstellen? Hier fehlt immer noch irgendetwas, dass wir leider... die Wappenteile haben wir noch nicht alle. Ein gebogener Gegenstand. Wo wird daraus nichts? Ein gebogener Gegenstand. Darf ich damit das auslöschen? Okay, jetzt habe ich ein Stück Kohle. Was soll ich mit der Kohle machen? Ist halt lustig. Ja, ich weiß, dass man aus Kohle und Schwefel Schießpulver herstellen kann. Das ist mir bewusst. Was sagt die Karte? In der Küche und in der Bibliothek können wir was machen. Was kann ich noch in der Küche machen? Oh. Habe ich beinahe nicht gesehen. Schiebe die Schlüssel an die vorgesehenen Stellen, um den Schrank zu öffnen. Ein Schieberätsel. Warte mal, wenn ich es so mache. Pfup. Nummer 1. Okay, jetzt müssen wir da ganz schlau sein. So. Und dann mal den letzten Wappen. Das letzte Wappenteil. So.
Drehe die Ringe so, dass sie einem ein Muster ergeben. Oje, oi. Okay, da versuchen wir mal unser Glück. Ich hab's wahrscheinlich noch nicht gesehen, oder? Weiß nicht, ob das richtig ist. Jetzt habe ich's richtig. Da. So, dann mal das letzte Quarz. Bam. So. Richte die Spiegel so aus, dass die farbigen Laserstrahlen auf die passenden Linsen treffen. Okay. Das würde ich ja gerade so austauschen wollen. So, da haben wir hier rot. Okay, dann haben wir das hier so. Okay. Wie schaffe ich das, dass Grün sich trifft? Und dass dann Türkis auch noch eine Chance hat? Ah. Bingo. It moves. There's a hidden room there. Hast du aber schon im Buch gelesen, meine Dame. Okay, Licht an, Spot an. Wartet mal, da habe ich was gesehen. Ich muss mal zurück. Komm, ich habe dich hier oben gesehen. Und wir haben die ersten 8 von 8. Gut. Schaue ich mich hier nochmal ein bisschen um. Ja, es war klar. Warum überrascht mich das nicht? Mädchen, liebe Frau Glass, wir sind in einem Wimmelbildabenteuer. Da ist alles zum größten Teil verschlossen. Oder versperrt oder blockiert oder was auch immer. Ein Behälter für extreme einzelne Säure, die verrosteten Scharniere klemmen. Ja, dann brauche ich Öl. So, das kommt. St. Peter, check. Kohle, check. Ich brauche noch Schwefel. Okay, und wie soll ich mir Schwefel holen? Den Hebel kann ich einfach so mitnehmen. Jetzt bin ich am Überlegen. Jetzt gehe ich nochmal zu der Scheiterung dahin. Hilft die Scheiterung schon so, dass ich die... Okay, jetzt kommt Rätsel auf dem Rätsel auf dem Rätsel. Aber ich sehe schon, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt, meine Freunde. Ich nehme dieses Rätsel mit in die nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt hier gefallen, das Abenteuer von der Frau Glass und dem Professor Ink bei Clockwork Tales. Dann ja, dann lasst ein Abo da und aktiviert auch die süße kleine Glocke. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und gehabt euch wohl.